Den Abstieg müssen sie abhaken. Jetzt zählt nur noch die so, neue greif Saison mal wieder in neu Liga an. 7. Ganz richtig, Wolf. Es bringt ja nichts, der vergangenen Saison nachzutrauern. Nun müssen sie das Beste aus der Situation machen. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Das könnte die Gelegenheit geben. Lewandowski. Da passt der klasse auf. Das hätte ich sein können. Eckball geben. Lewandowski. Souverän gemacht. War gar nicht so einfach. Abseits. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Der Abschluss direkt zum Gegner. Er spielt den Steilpass. Higuain. Oh. Der Ball geht an den Pfosten. Weiter geht es mit einem Einwurf. Özil. Da ist noch shoppen. Und direkt zurückgespielt. Jones. Und damit sind sie am Ball. Knapp abseits, aber das wäre auch nicht wirklich gefährlich geworden. Dzeko. Gut geklärt, aber Einwurf. Boateng. Da trennt er ihn fair vom Ball. Muss ja passen. Den Ball spielt er gut. Özil. Da waren sie ja vor. Ruhig nicht hinlaufen, das Alter. Das erste Tor. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf. Mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Der erste Treffer gespielt 15 Minuten. Bender. Gute Aktion. Gleich passen, gleich. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Er war entschlossen, da an den Ball zu direkt kommen. Direkt, wo der Ball kam. Guter Pass, so machen sie das Spiel weit. Jetzt gibt's Einwurf. Jetzt müssen sie aufpassen. Sauber vom Ball getrennt hier. Özil. Er zieht ab. Wichtig, den Ball hat er sicher. Nein. Jetzt haben sie den Ball verloren. Aber ich mache jetzt schon Doppelpass mit dem Gegner, ja. Das könnte die Chance werden. Ah. Gutes Tackling. Ecke. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Noch einmal. Dzeko. Und der Torhüter ganz sicher. Eingelungener Pass. Alter. Und jetzt die Chance. Na klar. Totti. Was für ein Tor. Hier ist sehr schön zu sehen, wie gibt's wichtig das Timing beim Zuspiel ist. Genau im richtigen Moment und dann auch noch gut abgeschlossen. Da wieder den wegschubt. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben.
Da pfeift der Freistoß. Da passt er auf. Das könnte gefährlich werden. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Jetzt vielleicht. Gute Aktion vom Torhüter. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Das ist die Gelegenheit zum Konter. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Macht er ihn. Da stand der Assistent gut. Abseits. Higuain. Abwehr hat aufgepasst. Sehr gut aufgepasst. Alter. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Er bekommt die Unterstützung. Da geht er gut in den Zweikampf. Götze. Sauber vom Ball getrennt hier. Bender. Wo geht denn der hin? Oh. Einfach noch quer rüber spielen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt wird's gefährlich. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Gut in den Lauf gespielt. Alter. Da wird die Nachspielzeit angezeigt. Wir bekommen noch mal 4 Minuten. Gut gemacht. Er hat den das Ball macht erobert. Doch gar keinen Sinn, den da zu dir zu werfen. Jones. Sie suchen die Lücke. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Ach. Alle müssen schlichter. Wir werden jetzt ohne Angst diese Leichtsinnsfehler. Ja, Leichtsinnsfehler machen wir als. Wir machen Stellungsfehler vor allem. Als in der Mitte, da werden nicht angegriffen, die werden weiter rein gelöst und am 16er draufgeschossen. Ja, der eine geht auf meinen Kopf an. Der stoßt mich aber einfach weg, weißt du? Ah, los, ihr Pappnasen. Durchgang 2 läuft. Jetzt müssen sie aufpassen. Götze. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Totti! Alter. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Eine Mischung aus Können und Glück, dieser Treffer. Buschi. Ja, stimmt. Klar, er zielt schon in die Richtung, aber
Der Ball geht an den Innenpfosten und dann rein. Das kannst du eigentlich nicht so wirklich planen. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Da trennt er ihn vom Ball. Ball immer aus und das gibt Ecke. Totti. Das könnte eine Gelegenheit sein. Das gibt's doch nicht, Alter. Jetzt die Chance. Weiter geht es mit einem Einwurf. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Och. Das könnte die Chance werden. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Er gibt Freistoß, klar. Ja, so viel zum Thema Vorteil. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Da ist der Ball weg. Klasse Technik. Oh. Und jetzt wird es Einwurf geben. Jetzt haben sie den Ball. Bender. Alter. Komm vor. Higuain. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Chance vertan, die Kugel ist weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Flanke kommt, was macht er draus? Macht er ihn! Da passt der klasse auf. Da passt er auf. Gibt jetzt die Torchance. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Chrissy. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Das gibt Freistoß. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Özil. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Krampf. Wird das eine Torschance? Oh. Ach Quatsch. Elfmeter, ganz klar. Er gibt den Elfer. Kurz vor Schluss bekommen sie vielleicht ein weiteres Gegentor. Und die Chancen hier auch nur im Entferntesten etwas mitzunehmen, sinken natürlich weiter. Ja. Oh, kriegt der erstmal einen. Meine Fresse. Er macht den Elfer! Oh, ihr könnt euch nachher ein drittes Loch freuen. Er läuft an und verwandelt diesen Elfmeter.
Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau. Nicht selbstverständlich. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Und jetzt per Kopf. Oh. Da kommt der Schuss. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Freistoß und das ist auch die richtige Entscheidung. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Keine andere Option für den Referee. Kleben wir Pflaster auf dem Schnürsenkel und gut. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da trennt er ihn fair vom Ball. Das Spiel ist gleich vorbei, aber der Freistoß wird natürlich noch ausgeführt. Es gibt die gelbe Karte. Für mich zu hart, diese Entscheidung. Ein Foul war es. Viel mehr hätte man daraus nicht machen müssen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er spielt den Steilpass. Da zieht er ab. Klasse gemacht. Stark geblockt. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Jetzt gibt es hier nochmal Freistoß. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Krass da aus, ey. Gute Aktion vom Torhüter. Na klar. Kein Abseits. Tor. Auf Abseits entschieden. Gut gesehen. Richtige Entscheidung. Da kann er ihn stoppen. Da wird die Nachspielzeit angezeigt. Wir bekommen noch mal 4 Minuten. Oh, ey. Dreckskinder, Junge. Dreckskinder. Will er nicht abspielen? Der Torwart läuft mit dem Ball. Abgefangen, gut gemacht. Wieder im Tor aus, wieder Eckball. So, jetzt sehen wir mal, wie viele Ecken es hier heute gab. Wird's jetzt gefährlich. Abwehr hat aufgepasst. 4-0 der Endstand, das war deutlich heute.